Laut Statistik gibt es heute im Bundesgebiet nicht weniger als 50.000 Studenten, die den zumeist farbentragenden Verbindungen alter Art angehören. Das sind 40% aller männlichen Hochschüler. Ein gutes Drittel davon trägt nicht nur Waffen, sondern schlägt auch damit. Gestiefelt und geschnürt ist das Korporationswesen wieder zur vollen Stärke von vor 33 erblüht. Alljährlich zu Pfingsten versammeln sich 4000 bunt bemützte Studenten und Altakademiker wenige Kilometer südlich der Zonengrenze in der fränkischen Stadt Coburg, die berühmt ist durch ihre Burg, ihre Bratwürste und den Prinzen Albert. Was die Statistik trocken kundtut, hier auf dem Markt beim traditionellen Frühschoppen des Coburger Kooperationsverbandes wird's Ereignis. Schlagende Verbindungsstudenten von allen Hochschulen der Bundesrepublik huldigen dem akademischen Frohsinn, von dem die Alten singen. Die alten Herren, die aus ihren Richterstühlen, Ordinationszimmern und Büros herbeigeeilt sind, um Freundschaften zu erneuern und sich Arm in Arm mit dem Nachwuchs der schönsten Jahre ihres Lebens zu erinnern. Hier in der heiteren Menge begannen wir nach einer Antwort zu suchen auf die Frage, warum viele Twents der 60er Jahre wieder zu deutschen Burschen werden wollen und was die alten Herren sich dabei denken. Oh. Albert, sag doch mal was, Albert! Was das Verbindungsleben für mich persönlich bedeutet. Das ist natürlich nicht schwer, aber in meinem Psychen ist es schwer. Ja, die ganze Nacht durchgemacht. Also erstens mal die Persönlichkeitsformung. Ja? Wir wollen nicht nur studieren und Brotstudenten sein, sondern wir wollen auch wirklich Student sein. Unter den Säulen, die den Staat tragen, ist der Akademiker und insbesondere der Farb- und Waffenstudent immer eine der stärksten Säulen gewesen. Wir haben Lebensprinzip. Wir müssen zur bestimmten Zeit Examen machen. Und wer das nicht tut, der wird exmittiert, ja, der fliegt raus. Jeder ist auf sich gestellt. Dass man nun sagt, wir saufen bloß und fechten und so weiter, das ist ja Unsinn. Tatsache dagegen, meine Damen und Herren, ist, dass die traditionellen Kooperationen der deutschen Akademiker heute bereits wieder stärker sind als alle die modernen, nach dem Kriege begründeten Studentenvereinigungen zusammengenommen. Verwirrend für den Beobachter ist bereits die Vielfalt der Verbände, die sich unter dem Wappen der Ahnen wieder aufgetan haben. Wir haben uns auf die Studentenbünde konzentriert, die nicht nur Farben tragen, sondern sich nach Väterart im ritterlich-blutigen Kampfspiel der Mensur üben. Der Coburger Konvent der Landsmannschaften und Turnerschaften ist nur einer dieser Verbände. Bekannter sind die Burschenschaften und die Chors. Bekannter und allesamt belastet mit dem Vorwurf, sie hätten schon Jahrzehnte vor Hitler auf der Nachtseite des deutschen Wesens operiert. Auf jeden Fall aber glaubte man, dass die Burschenherrlichkeit heute kein Zeichen der Zeit mehr sein könne. Weit gefehlt. Namhafte Politiker in Bund und Ländern bestätigen, dass es ohne die Waffenstudenten und ihre Traditionen nicht mehr gehe. Umso wichtiger ist die Frage, wohin geht es mit ihnen? Niemand kann füglich bestreiten, dass unter solchen Mützen einst Standesdünkel und nationalistische Eisenfresserei beheimatet waren. Und heute? Heute wohnt dort die Treue zur Demokratie und unseren westlichen Nachbarn. So jedenfalls scheint es hier in Coburg, wo der Kongress des Coburger Konvents im örtlichen Theater mit einer Feierstunde beginnt, die der Einheit Europas gewidmet ist. T.S. Eliot. Ich rufe die geistig Schaffenden Europas. Eliot-Sprüche, altdeutsche Chargenwicks und die Fahne der NATO. Seltsamere Gegensätze scheinen kaum denkbar. Aber auf der Feierbühne sind sie zu barocker Eintracht verkoppelt, als sei dies selbstverständlich. Eduard Sprammer. Wenn unsere Jugend nicht aus sich selbst heraus ein Kulturideal des Abendlandes frei produziert, so werden wir der östlichen Ideologie nichts entgegenzustellen haben, das zündet
und bewegende Kraft entfaltet. Traditionspomp und neue Ideen, zeit- und unzeitgemäße, aber keiner fragt, wie sich das reimen soll. Und wie sie innerlich aufgebaut ist. Wir setzen uns ein für die Erhaltung und Förderung der abendländischen christlichen Kultur. Unsere ganze Kraft gilt der Verwirklichung eines freien Europas und eines ungeteilten und unteilbaren Deutschlands. Wir rufen die akademische Jugend an unsere Seite für Einigkeit und Recht und Freiheit. Schwur auf Europa. Aber das Echo der Versammlung ist die erste Strophe des Deutschlandlieds. Treu zu Europa, aber deutsch von der Maas bis an die Memel. Logik ist anscheinend nicht die stärkste Seite dieser geistig Schaffenden. So marschiert man, widerspruchsgeladen, vom Theater zur gefallenen Ehrung, am verbandseigenen Kriegerdenkmal. Ein alter Herr hält die Ansprache. Wir bekennen uns zu den Toten und den Taten der Millionen gefallener deutscher Soldaten aller Wehrmachtsteile im Feldbau beider Weltkriege. Und gedenken ihrer, wenn wir heute unsere Toten ehren, waren doch unsere gefallenen Brüder ein Teil jenes großen Heeres, das für Volk und Vaterland sein Leben gibt. Wir leben in einer Zeit ständiger politischer und ideologischer Spannungen, die ein Ausweichen vor der Entscheidung nicht zulassen. Sollte gar nicht wenigstens bei der Elite der Staatsbürger unserer Demokratie die innere Bereitschaft vorhanden sein, wieder freiwillig Verantwortung zu übernehmen, für den als notwendig erkannten Weg und Opfer zu bringen für diese Freiheit und der darin begründeten Lebensordnung. Es gibt aber keine staatsbürgerliche Pflicht, die ein größeres Opfer bedeutet, als die geforderte Bereitschaft, im Ernstfall sein Leben einzusetzen. Und endlich der Augenblick der Wahrheit. Wenige Kilometer vom Kriegerdenkmal entfernt, an der Schranke, an der alle Sprüche enden. Ernüchtert steht man vor dem Elend der Nation. Vielleicht spürt man sogar ein wenig, wie der farbfrohe Aufputz deutscher Romantik angesichts des Stacheldrahts in eine Maskerade von grotesker Unangemessenheit abzurutschen droht. Und doch haben diese wiedererstandenen Germanen und Franken, Teutonen und Vandalen gar nicht so unrecht mit ihrer Überzeugung, dass sie ein unverwüstlicher Teil der Selbstbehauptungskraft seien, die das deutsche Bürgertum dem Osten entgegenzusetzen hat. Gewiss, niemand hätte das für möglich gehalten, damals im Jahre Null, als diese Grenze gezogen wurde. Aber Alt-Heidelberg stand noch, zusammen mit einigen anderen Tummelplätzen alter Burschenherrlichkeit, die der Krieg verschont hatte. Hier sah man noch weniger Grund als anderwärts, warum man nicht weitermachen sollte, wo man 33 aufgehört hatte. Die Gruselgotik der alten Verbindungshäuser war unversehrt. Und obwohl das Gros der Kriegsgeneration dabei nun partout nicht mehr mitspielen wollte, hatten Unentwegte schon 1949-50 die Fahnen der meisten Korporationen neu gehisst. Animiert von den alten Herren, von sehr alten Herren, wie Bundespräsident Heuss damals spöttisch bemerkte. Sie trotzten dem Bann, den die Universitäten gegen das Korporationswesen verhängt hatten. Aber auch in den Verbindungshäusern wurde gerungen. Vielerorts kam es zum Streit zwischen reformwilligem Nachwuchs und Altherren. Die Rebellen flogen aus dem Haus, das den Altherren gehört. Gefügigere Burschen fanden sich ein. Heute hält hier wie überall und ehedem regelmäßig der Bierkutscher, den Kneipsaft zu liefern. ...1952 bereits war auch das scharfe Fechten, die sogenannte Bestimmungsmensur, von den traditionellen schlagenden Verbänden wieder eingeführt. Waffenschmieden florieren wieder, wenn auch längst nicht so wie früher, denn die Zahl der verlangten Mensuren ist heute doch um die Hälfte und mehr herabgesetzt. Sie schwankt zwischen 2 und 6 insgesamt. Auf Eingravierung der Kampfdaten warten Schläger mit den Spuren der Mutprobe.
Entsprechende Spuren auf den Köpfen werden mullumwickelt spazieren getragen. Hier beim Weihnachtsbummel der Farbenstudenten von Nürnberg und Erlangen in der Meistersingerstadt. Schlagende und nicht schlagende Korporierte zeigen sich bei solchen Gelegenheiten gemeinsam dem Volk, obwohl sich an der Mensurfrage die Geister nicht nur geschmacklich, sondern auch konfessionell scheiden. Katholischen Gläubigen ist Mensurfechten, sogar das bloße Zuschauen von jeher, strikt untersagt. Was die Kostümierung betrifft, bilden beide Gruppen jedoch eine gemeinsame Front den Hochschulen gegenüber, die das Couleurtragen heute nur noch auf dem Universitätsgelände verwehren können. Auch über Tübingen flattern Verbindungsfahnen, dem Ort, wo die westdeutschen Universitätsrektoren 1949 beschlossen, Korporationen im alten Stil nie mehr aufkommen zu lassen. Heute lässt die Universität Kiel, wenn auch als einzige, Mütze und Band sogar am Hörsaal zu. Wir fragten den jetzigen Tübinger Rektor Professor Eschenburg nach den Gründen für diesen Umschwung seit 1949. Und die Rektorenkonferenz hat meiner Ansicht nach 1949 mit großem Recht die Sorge gehabt, dass dieses Couleurtragen und Farbenschlagen wiederkehren würde als ein Ausdruck gesellschaftlicher Vorrangstellung. Denn das ist es ja gewesen vor 1933 und im Kaiserreich. Sie wollte verhindern, dass hier feudale Kräfte in der Demokratie wieder entstehen würden. Und nun, woher kommt der Sinneswandel? Gott, der ist sehr mannigfaltig zu erklären. Wir haben ja oberstrichterliche Entscheidungen, wonach die Hochschulen nicht berechtigt sind, außerhalb ihres räumlichen Bereiches ihren Angehörigen, nämlich den Studierenden, das Couleurtragen zu untersagen. Das widerspricht den Grundrechten. Und was nun das Schlagen angeht, so gibt es wiederum eine oberstrichterliche Entscheidung, wonach die einfache Mensur keine strafbare Handlung darstellt. Also die Hochschule war gar nicht in der Lage mehr, ihrerseits Couleurtragen außerhalb ihres räumlichen Bereiches und das Mensurschlagen zu verbieten. Magnificenz, Sie sind selbst Kooperationsstudent gewesen. Sie haben auch gefochten. Ich will Ihnen was sagen. Ich bin selber ein Gegner heute des Couleurtragens und des Mensurschlagens. Einfach wegen der gesellschaftlichen, boutikarischen Belastung, von der ich vorhin gesprochen habe. Aber ich bin auf der anderen Seite der Auffassung, wir können nicht jedem seine Verhaltensweisen vorschreiben, vor allem nachdem diese klaren rechtlichen Entscheidungen getroffen sind. Der eine mag sich so, der andere mag sich so verhalten. Das dritte ist, ich glaube, dass doch ein ganz erheblicher Sinneswandel, jedenfalls hier bei den Tübinger Kooperationen, festzustellen ist. Warum aber verhalten Sie sich so, wie Sie es tun? Bei den alten Herren scheint das immerhin begreiflicher als bei den Jungen. Für mich hat das Verbindungsleben alles bedeutet in meinem Leben. Von der Jugend an. Ich bin sehr gerne Student gewesen, aktiv gewesen in einer Kooperation und habe sehr viel von meiner Kooperation für das ganze Leben mitgenommen, dass man auch für die, bis zum Sargdeckel, möchte ich sagen, daran hängt. Die ideellen Werte einer Kooperation, die sind eigentlich unüberbrückbar. Wir hier sind aus Hamburg. Wenn Sie mal in Hamburg gewesen sind, haben Sie eine Riesenmasse von Studenten. Sitzen in jeder Vorlesung unter dieser Riesenmasse und kennen keinen Einzelnen. Dadurch bestand für uns die Notwendigkeit, wenn wir überhaupt irgendwelchen persönlichen Kontakt haben wollten, einen kleineren Kreis zu finden. Und dieser kleinere Kreis war für uns die Verbindung, zwar die Verbindung von Gleichgesinnten und von Bundesbrüdern, mit denen wir uns gut verstehen, mit denen wir uns gut vertragen können. Massenbetrieb herrscht an allen hohen Schulen der Bundesrepublik, in Bonn oder München nicht anders als in Hamburg. Auch Heidelbergs Alma Mater, hoffnungslos überfüllt, ist mehr und mehr zur kahlen Lernfabrik geworden. Der akademische Frischling fühlt sich im anonymen Strom seiner Mitstudenten ziemlich hilflos vom Hörsaal zur Mensa und wieder zum Hörsaal treiben. Versuchung wandelt ihn an, wenn er sieht, wie seine korporierten Kommilitonen ihre Mützen aufsetzen und aus der gleichmacherischen Menge auf ihr Verbindungshaus retirieren.
Hier hat alles eine Ordnung, in die ein junger Fuchs sich nur einzufügen braucht, um der Mühsal akademischer Freiheit enthoben zu sein. Das gemeinsame Mittagsmahl auf dem Haus, von der Hausmeistersfrau bereitet, ist ein Teil des Verbindungsalltags. Der Vorzug dieser Verpflegungsweise ist offenkundig verglichen mit der Abfütterung in den Mensahallen der Universitäten. In Heidelberg bilden sich allmittaglich riesige Schlangen vor der Essensausgabe des Studentenhilfswerks, während die Bundesbrüder in familiärer Gemütlichkeit beisammensitzen, ein jeder an seinem festen, durch Alter und Rang bestimmten Platz. Solche Kontraste geben für sich schon eine Ahnung, warum 40% der Studenten heute wieder korporiert sind. Natürlich geht es nicht nur um Annehmlichkeiten. Beim Zulauf zu schlagenden Bünden spielen andere, erstaunlichere Motive mit. In den Jungen, die so frei und sanft aufgewachsen sind, rumort vielleicht gerade deshalb ein frappanter Drang nach Disziplin. Das zeigt sich an dem Drill zu Command-mäßigem Benimm, der bisweilen mit ingrimmigem Eifer betrieben wird. Niemand außer ihnen selbst zwingt die Jünglinge dazu. Und schließlich ist da das Verlangen nach einer festen Warte, nach Idealen, nach etwas, das länger vorhält als die Twistwelle. Tradition ist der letzte Schrei, Tradition und Romantik als Zuflucht vor der Kälte des Maschinenzeitalters. Diese Häuser vermitteln Sicherheit, gebaut, unterhalten und erweitert durch Spenden der Altherren. Demonstrieren sie dem jüngsten Fuchsen, dass Verlass sei auf den Lebensbund, in den er aufgenommen wird, wenn er nach 1,5 Semestern das Burschenband feierlich überreicht bekommt. Dafür riskiert er die 1 bis 2 Semester mehr Studium, die ihn die aktive Zeit mit all ihren Pflichtkneipen und Pflichtmensuren kostet. Andererseits zahlt er für die Bude knapp die Hälfte von dem, was er privat in der Stadt dafür aufwenden müsste. Mancher Wandschmuck bezeugt, dass diese Studenten tatsächlich der gleichen Generation angehören wie ihre Kommilitonen draußen. Durchdringender freilich als Jazz-Trompeterblicke ruht das hundertfache Auge der Vergangenheit auf ihnen. Was aber, abgesehen von der Stammwürze, enthält diese Vergangenheit sonst noch, dass sie nicht totzukriegen ist? Vor allem dies. Das Jahr 1817, als Burschenschafter zur Wartburg zogen, um Deutschlands Einheit in Freiheit zu fordern. Was immer wir an altdemokratischem Erbe aufzuweisen haben, von dort her rührt es, samt unseren Staatsfarben Schwarz-Rot-Gold. Burschenschafter als bester Teil deutscher Jugend stürmten 1848 gegen Despotie und fürstentreue Kurs. Aber älter noch und auf die Dauer stärker als der Wartburggeist war der arteigene Hang deutscher Scholaren, den Musendienst im Stil von Wallensteins Lager zu absolvieren. Humpen schwingend und Händel suchend trachteten diese akademischen Schnapphähne nach uriger Selbstbetätigung, urig genug, um ein ganzes Untertanenleben lang von solcher Tatenruhm zehren zu können. Nicht unzutreffend war deshalb das Etikett, das der Purschengattung von ihren Gegnern anfangs angehängt wurde. Man nannte sie die Renommisten. Mehr und mehr bot sich Anlass zu bissigen Vergleichen zwischen antiker Kultur und dem Rückfall in altgermanische Sitten, der an Deutschlands hohen Schulen um sich griff. Goethe, der sich als Student von jeglicher Verbindung fernhielt, verspottete die Krakeler schon im Urfaust. Als weimarischer Geheimrat rügte er die Landsmannschaften und anderen Verbindungen als ein Übel, das vielleicht niemals ganz ausgerottet werden könne. Selbst die Wartburg-Burschen tat der Altmeister als Brauseköpfe ab, doch was verschlug's. Bismarck war ja dafür, und so wie die beiden Nationalheroen spaltete sich das geistige Deutschland stets von Neuem am Waffenstudententum. Bismarck, der Chorstudent und wackerer Schläger, aber siegte. Donnerhall feuriger Gesänge, Wogen, Prall des Gersten, Weins und Schwertgeklirr auf den Wahlstätten studentischer Ehre gipfelten unter dem Patronat Wilhelms II. Seine Studentenzeit verbrachte er bei der Bonner Borussia, dem vornehmsten Chor, das im Gegensatz zu den bürgerlichen Burschenschaften streng exklusiv war. Er hatte viel Spaß mit seinen Kumpanen, die bei ihren Bierexkursen Furcht und Schrecken zu verbreiten pflegten.
Später zeigte sich Wilhelm mitunter als der typische alte Herr der schlechten Art, der Renommist par excellence, der Politik mit dem Paukboden verwechselt. Die Weimarer Republik war bei den Waffenkooperationen denkbar unbeliebt, schon deshalb, weil sie die Mensuren verboten hatte, worum sich aber niemand scherte. Umso freudiger begrüßten viele schlagende Burschen Adolf Hitler. Nach dem 9. November 1923 hieß es in den burschenschaftlichen Blättern über die an dem Putschversuch beteiligten Organisationen: Die Nationalsozialistische Arbeiterpartei, die Reichskriegsflagge und der Bund Oberland sind diese Verbände. Wir bekennen mit Stolz, dass in diesen Verbänden sich Burschenschafter befinden. Die gleiche burschenschaftliche Zeitschrift jubilierte am 6. März 1933: Was wir seit Jahren ersehnt und erstrebt und wofür wir im Geiste der Burschenschaft von 1817 Jahr aus, Jahr ein an uns und in uns gearbeitet haben, ist Tatsache geworden. Mit Hitlergruß zogen Burschenschafter im Sommer 33 durch Heidelberg in der Hoffnung, mitmachen zu dürfen, bis sie sich zu NS-Kameradschaften gleichschalten mussten. Dies ist die Gedenktafel vor dem Haus des Heidelberger Korps Saxo-Borussia. Für Tucholsky war die überwiegend adelige Saxo-Borussia Prototyp korporativen Standesdünkels. Gerade dieses Standesbewusstsein aber hielt die Korps als einzige davon ab, mit Hitler zu kollaborieren. Und heute? Was muss man heute tun, wenn man als Bürgerlicher ein Saxo-Borusse sein möchte? Es ist natürlich für Kreise, die mit dem Korps nicht gerade durch familiäre Traditionen in Kontakt stehen, schwerer hier reinzukommen. Weil wir bemühen uns trotzdem, immer wieder neue Personen in unseren Kreis heranzuziehen. Und das ist auch schon mehrere Male oder viele Male vorgekommen. Ja, ich glaube, das beste Beispiel dafür sehen Sie in meiner Person. Denn als ich vor zweieinhalb Semestern jetzt aktiv werden wollte, hatte ich auch keine Protektion, wenn das vielleicht etwas zu hart klingt, bei Saxo-Borussia. Ich hatte keine Verwandten, keine Bekannten und ich wurde wohl aufgenommen und lief meine Probezeit von 8 Tagen durch. Und anscheinend hat der CC damals doch vielleicht gesehen, dass ich auch in diesem Rahmen passe, obwohl ich gar keine Beziehung zu dem Chor hatte. Es ist natürlich schwierig in der kurzen Zeit, 8 bis 14 Tage, in denen der junge Spielfuchs bei uns auf dem Hause verkehrt, in seine Seele zu sehen. Es werden also durchaus auch äußere Gesichtspunkte mitspielen, wenn wir uns entscheiden, ob er in unsere Gemeinschaft passt. Wir erwarten sogar von jedem eine gewisse Erziehung, die er von zu Hause mitbringen muss. Wir wollen nicht eine nachgeholte, späte Kinderstube sein. Aber über diese Äußerlichkeiten hinaus und sehr viel wesentlicher sehen wir darauf, ist dieser Mann formbar, wird er sich mit unseren Prinzipien, unserer Lebensform einig erklären und wird er aufgrund seines Charakters und seiner Haltung auch einer jener engen Freunde, die nämlich alle Mitglieder unseres Chors darstellen, sein können. Was bedeuten die konservativen Prinzipien, die Sie pflegen? Das bedeutet einmal, dass wir den Wert der Tradition bewusst pflegen, dass wir uns immer wieder am Alten orientieren und es mit dem Neuen in Einklang zu bringen versuchen. Das bedeutet auch praktisch, dass wir uns von den Leuten distanzieren, die ganz schlicht mit dem Schlagwort Amerikanismus gekennzeichnet werden. Was verstehen Sie darunter? Das sind die Leute, die auch in den Universitätsstädten so häufig anzutreffen sind, die sich in irgendwelchen Kellern treffen, die sofort per Du sind, eine lässige und zu uns zu freie Haltung zur Schau tragen. Sie fallen nicht gleich jedem um den Hals, die neuen Sachsen-Preußen, aber ihre Ahnen würden sie dennoch nur an den typischen Mützen, den Tönchen, wiedererkennen. So sehr sind sie gewandelt. Aber auch bei ihnen koexistiert alter Nonsens hart neben der neuen Aufgeschlossenheit.
Sie würden sogar einen Sozialdemokraten, entsprechender Erziehung vorausgesetzt, an den Kneipptischen mit den großen Namen aufnehmen. Das ist so ehrlich gemeint wie der Europaschwur des Coburger Konvents. Zugleich aber verweigern sie einem großen sozialdemokratischen Staatsmann noch heute die bescheidenste Anerkennung. Ihr Haus nämlich befindet sich an einer Anlage, die den Namen des ersten Präsidenten der ersten Deutschen Republik trägt. Im Briefkopf der Saxo-Borussia hingegen wird Friedrich Ebert schlichtweg übergangen. Für das Korps ist der Mann nicht einmal postalisch vorhanden. Mit Auslage? Nichts, jedoch nicht einmal die Aversion gegen Sozialdemokraten ist typisch für alle Waffenbünde in ihren vielfältigen Schattierungen, bis auf dies. Alle schlagenden Aktiven müssen 4 bis 5 Mal in der Woche in aller Frühe zur Fechtstunde antreten. Den grünen Füchsen werden vom Fechtlehrer zunächst die Grundhiebe beigebracht, wie hier bei der regen Burschenschaft Alemannia zu Bonn. Nochmal 1, 2, 3. 1, 2, 3. Arm herunterlassen. Hoch bitte! Mensur, los! Nächste Stufe nach dem Einzelunterricht beim Fechtlehrer. Der mensurmäßige Schlagwechsel wird geübt, noch mit stumpfen Schlägern und Schutzhelmen auf dem Kopf. Halt! Hoch bitte! Mensur, los! Halt! Hoch bitte! Mensur, los! Und so sieht es aus, wenn es dann ernst wird. Anlegen der Bandage zur scharfen Partie. Alle lebenswichtigen Körperteile werden geschützt. Nur Schädel und Wangen bleiben frei. Der erzieherische Wert, den die Verbindungen der Mensur heute beimessen, wurde von einem Bonner Alemannen mit folgenden Worten erläutert. Es ist sicher kein Zeugnis für Mut, eine Bestimmungsmensur geschlagen zu haben. Aber eine Mensur zu fechten, bei der man sich zusammennehmen muss, erledigt sich nicht im Vorbeigehen. Wohl jeder hat Angst davor. Sicher ist sie aber ein gutes erzieherisches Mittel, die vor und bei jedem körperlichen Einsatz auftretenden inneren Spannungen zu überwinden. Jeder Einzelne ist dabei ganz auf sich selbst gestellt und lernt, sich zu beherrschen. Bei der Mensur gibt es weder Sieg noch Niederlage. Treffer oder Schmisse sind für den Wert der Mensur nicht erforderlich und auch gar nicht entscheidend. Es ist jedoch wesentlich, dass der Fechter eine bestimmte Haltung zeigt. Sie besteht darin, dass er im Fechten sein Bestes gibt, sich fair an die Fechtregeln hält und etwaigen Verletzungen unerschrocken entgegensieht. Eine Mensur wird nur gegen Angehörige anderer Bünde gefochten. So ist sie für die Gemeinschaft nützlich, weil sich hier die Möglichkeit ergibt, die Verbundenheit und Treue zur selbstgewählten Gemeinschaft nicht nur durch Worte zu bekunden, sondern sie durch persönlichen Einsatz zu beweisen. Filmaufnahmen einer scharfen Mensur werden nicht gestattet. Immerhin fanden sich die Alemannen bereit, eine Mensurprobe aufnehmen zu lassen, durch die der Paukant sich unmittelbar auf seine scharfe Partie präpariert. Herr Unparteiischer, ich annonciere eine einfache Partie Schläger zwischen der Gegenseite und meinem Bundesbruder Blasberg. Mein Bundesbruder Blasberg schlägt seine zweite Partie. Anni und Ankommando liegen auf meiner Seite. Probekommando gebe ich nach dem Ehrengang. Hoch bitte zum Ehrengang. Wenn so, los! Halt! Mein Kommando wird laut. Hoch bitte! Wenn so, los! Halt zu gegebener Zeit. Mein Kommando gilt. Hoch bitte! Wenn so, los! Halt! Eine Burschenpartie geht über 40 Gänge zu je 4 Hieben, wenn nicht eine stärkere Verletzung oder Haltungsmängel eines Porkanten zum vorzeitigen Abbruch führen. Hoch bitte! Wenn so, los! Hoch bitte! Wenn so, los!
Hoch bitte. Wenn so. Los! Halt! Hoch bitte. Wenn so. Los! Als Ehrengericht entscheiden Bundesbrüder des Porkanten, ob er seine Partie gestanden hat, wie es in der Fachsprache heißt. Meine, es gibt Menschen, die sagen, nee, mit der blanken Waffe in der Hand, da werde ich, will ich mich nicht verteidigen. Das ist eine Angelegenheit eines jeden Einzelnen, individuell verschieden. Zum Beispiel, ich habe selbst 13 Partien gefochten, ja. Aber nicht deswegen, weil ich einen Spiss haben will, nicht, sondern weil es mir Spaß gemacht hat, weil es Sport ist. Es hat aber zumindest dazu beigetragen, dass ich dann, wenn ich vor einer Situation stehe nachher im Leben, nicht, die im Augenblick, da glaube ich, da habe ich meinen Mann gestanden und habe mich immer gerne an meine Mensur erinnert, wenn ich allein stand, genauso wie im Leben, wenn ich da alleine stehe, dann muss ich mich durchboxen. Und durchboxen müssen wir uns alle. So oder so. Ist, glaube ich, so, wenn man einmal seinen Mann gestanden hat, dann wird man auch in Zukunft seinen Mann stehen, ja? Professor Eschenburg indes entgegnete auf die Rechtfertigung der Mensur als einer Gemeinschaftserziehung. Nein, nein. Halte das für eine reine Illusion. Ich will Ihnen einmal was sagen. Ich weiß, dass ich damit auch großen Anstand errege. Wenn heute auch die Arbeitersportvereine scharfe Mensuren fechten würde, dann würde das Fechten völlig uninteressant geworden sein. Das klingt sehr paradox, scheint mir aber die Dinge zu charakterisieren. Aber solange die Arbeiter noch nicht fechten, fahren die Waffenstudenten dreimal im Semester auf Mensur zu einem der historischen Kampfplätze in der Umgebung der Universitätsstädte. Das Schlosswirtshaus Marloffstein bei Erlangen ist eine solche Wahlstatt. Die nächtliche Vorweihnachtspaukerei, die wir dort miterlebten, vereinte über 80 Aktive und Altherren oben auf dem Tanzboden. Die 14 Partien, die bis 2 Uhr früh ausgetragen wurden, waren zumeist zahm verglichen mit früheren Schlachtfesten. Trotzdem troff brüderschaftliches Blut zur Genüge. Hoch bitte! Wenn so, los! Halt! Hoch bitte! Wenn so, los! Meist gibt es Kopfwunden, über die das Haar wieder wächst. Auf Advokatenschmisse wird kein Wert mehr gelegt. Trotzdem war die Sensation der Nacht ein Wangendurchzieher, der bis auf die Zähne ging. Auch ausländischen Studenten bleiben diese rauen Bräuche nicht verborgen. Selbst Gäste aus dem dunklen Kontinent zeigen sich befremdet. Ein mit Stammesnarben geschmückter Ghanese meinte: Hier in Deutschland, ja, haben viele Leute mich gefragt, was für ein Zeichen habe ich hier. Und immer habe ich Spaß gemacht, dass auch, ich war eine mitliegende Verbindung. Ja. Später ja, versuche ich zu erklären, dass das ist ein Stammnarbe. Und manchmal sagen, ja, aber heute macht man das nicht. Ich glaube, das ist von der vergangenen Zeit, ja. Das haben die Leute mir gesagt. Ja, jetzt macht man das nicht mehr in Afrika. Man sagt, das ist eine von der primitiven Leute. Jetzt kann ich auch nicht verstehen, warum hier in Deutschland, wo man sagt, die sind jetzt zivilisiert, man die anderen man auch schneiden kann. Ich hatte die Möglichkeit, in eine schlagende Verbindung zu kommen, aus Gas, für ein ganzes Semester. So berichtet ein Student aus Boston. Ganz ehrlich, habe ich mich in dieser Verbindung gar nicht wohl gefühlt. Ich hatte das Gefühl, hätte ich meinen Wein nicht richtig getrunken, hätte ich nicht den Mut gehabt, meine Männlichkeit oder zu verteidigen, meine Ehre zu verteidigen durch das Schlagen, dann wäre ich für niedrig erhalten, gehalten von den Brüdern. Und ich musste mich zurückziehen. Ich war eingeladen, richtig beizutreten. Und ich musste diese Einladung ablehnen. Ich könnte nicht meinen Charakter, mein Wesen durch diese äußerliche Feinheiten bestimmen lassen. Unser amerikanischer Freund, vom Snobismus mancher Chors vergrämt, hätte in dieser Runde vermutlich mehr Freude gehabt. Es ist die Erlanger Burschenschaft der Bubenreuter, die gerade den ältesten ihrer Altherren auf ihrer Kneipe zu Gast hat.
Wir meinten nicht anders, als dass Erzvater Jan mit seinen Jüngern in altdeutscher, längst verloren geglaubter Unschuld wiedergekehrt sei. Und der Eindruck trügt kaum. Denn die Bubenreuther sind Urburschenschaft und haben erstaunlich viel von dem Wartburggeist bewahrt, der anderswo längst abhanden kam. In der Urburschenschaft gibt es hier keinen krampfigen Kneipp-Command. Wie in der Urburschenschaft braucht ein Bundesbruder noch nicht einmal scharf zu fechten, wenn er es etwa als Theologe nicht mit seinen Überzeugungen vereinbaren kann. Und genau wie in der Urburschenschaft sind die Bubenreuter an ein Keuschheitsprinzip gebunden, das unverändert aufrechterhalten, aber mit Gleichmut getragen wird, solange das Bier nicht ausgeht. Es lässt sich nicht leugnen, dass Bier von den schlagenden Studenten allezeit und überall gern genossen wird. Biergenuss ist fraglos ein Zeichen sonst oft vermisster Volksverbundenheit. Dazu kommt, dass sich auch unter Alkoholeinfluss die Selbstbeherrschung des Mannes bewähren soll, was nicht immer ganz gelingt. In Coburger Gastwirtschaften wurde unser Interesse an der Freizeitgestaltung unserer künftigen Staatsanwälte, Kreisärzte und Bergwerksdirektoren von diesen zunächst nicht immer gewürdigt. Das Fernsehen war nicht immer ein allen willkommener Gast. Die Kamera verschanzte sich hinter der Theke, um wenigstens die Ursache unseres Ungemachs zu registrieren. Verhandlungen wurden geführt, was von der Lustbarkeit aufzunehmen sei, ohne dass das Renommee des Verbandes leide. Da blieb nicht viel übrig. Nur die Bergstudenten in ihren Knappschaftsjacken ließen sich nicht lumpen und retteten die Schau mit ihrem Leib- und Magenkantus. An den hohen Schulen existiert neben den schlagenden und farbentragenden Scholaren noch immer die Gattung der freien Studenten. Sie bilden sogar die Mehrheit, wenn auch bei weitem nicht alle so gut musizieren. Ihren Couleur-Kommilitonen stehen sie verständnislos gegenüber. Sie fürchten, dass mit dem Stärkerwerden der Korporationen wieder eine offene Spaltung der Akademikerschaft eintreten könnte. Der junge Schriftsteller Manfred Esser meinte: Es ist ja evident, würde ich sagen, dass die Verbindungen und speziell die schlagenden Verbindungen eine Kaste darstellen innerhalb der studentischen Gesellschaft. Und zwar eine bewusst hergestellte Kaste als eine Abkehr von der allgemeinen studentischen Gemeinschaft. Die Ausschließlichkeit dieser Verbindungen führt dann zu einem gehobenen Selbstbewusstsein, die, was man auch mit dem Begriff Herrenmoral bezeichnen kann. Und durch diese Ausschließlichkeit entstehen auch innere Spannungen zu der Demokratie, zu der sich die schlagenden Verbindungen heute ja bekennen. Also es ist mir neu, dass die Verbindungen, dass die Chors den Versuch machen, sich an die Demokratie zu passen, anzupassen.
Aber wäre das der Fall, würde ich es für unmöglich halten. Obwohl der Amerikaner Korporationen genauer kennt, misstraut er ihrer politischen Haltung ebenso wie ihren Manieren. Aber diese gleichen Korporationen streben eifrig danach, ihr geistiges Rüstzeug auf den Stand der Zeit zu bringen. Die Deutsche Burschenschaft veranstaltet in Berlin Arbeitstagungen mit einer Elite von Professoren. Und vor dem Coburger Konvent debattieren hier Kapazitäten der Europapolitik. Der Verdacht, dass das nur Tarnung sei, ist oft geäußert, aber nie bewiesen worden. Doch auch die Waffenverbände haben noch keineswegs klar gemacht, ob sie ihre ererbten Ideen mit den politisch-sozialen Umwälzungen der Gegenwart in Einklang bringen können. Die Bubenreuther-Burschen jedenfalls taten sich ein bisschen schwer, als wir sie fragten, wie ihr Wahlspruch Gott, Ehre, Freiheit, Vaterland denn heute zu verstehen sei. Was bedeuten diese Worte heute für Sie? Schon allein die Reihenfolge Gott, Freiheit, Ehre, Vaterland deuten auf eine Abstufung dieser einzelnen Begriffe hin. Es bedeutet für uns, dass über all diesen Begriffen das Wort Gott als ethisch verstandene Maxime steht. Daraus leitet sich ab der Begriff der Freiheit, den wir als Studenten akademisch verstehen, und zwar als eine Freiheit zu etwas, nämlich zu all den Selbstbeschränkungen, die unser Bund von seinen Mitgliedern fordert. Freiheit wollen wir dann auch so verstanden wissen, dass es ein Opfer sein muss, das der Einzelne bringt, und zwar freiwillig bringt, wenn in unsere Gemeinschaft eintritt. Ein Opfer an Freiheit? Ein Opfer an Freiheit, an seiner persönlichen Freiheit. Auch der Begriff Ehre findet seine Grundlage in dem Begriff Gott, und zwar dem christlichen Gott, und deckt sich daher vollständig mit dem, allgemeinen Begriff der christlichen Ehre. Ich würde zunächst sagen, dass der Begriff Vaterland allgemein ausgedrückt ein sittlicher und kultureller Begriff ist, in seiner weitesten Fassung. Wir verstehen darunter die Verbundenheit mit allen Menschen, die sich zur deutschen Kultur bekennen und die deutsche Sprache sprechen. Also zu unserem deutschen Vaterland würde ich rechnen als sittlicher und kultureller Begriff zunächst mal die Bundesrepublik, die Ostzone, dann aber auch, soweit man heute noch davon im kulturellen Sinn sprechen kann, die deutschen Ostgebiete, Österreich und Südtirol eventuell. Wir erkennen die gegenwärtige staatliche Ordnung im freien Teil Europas an, unabhängig von unserer Verbundenheit zu den anderen Staaten, die die gleiche deutsche Kultur haben. 200 Meter vom Bubenreuther-Haus entfernt steht in Erlangen der Bau einer anderen Burschenschaft, der Germania. Die Germanen haben den gleichen Wahlspruch, aber für mindestens drei von ihnen galt der Begriff Vaterland ohne die von den Bubenreutern gemachten Einschränkungen. Zunächst fanden die drei brüderlichen Kontakt zu den stramm großdeutschen Burschenschaften in Innsbruck. Und dann wurden sie im letzten Herbst in Südtirol mit Molotow-Cocktails im Kofferraum ihres Autos ertappt. Sie gestanden die Absicht, ihrer Verbundenheit zu den dortigen Menschen deutschen Stammes durch Sprengstoffattentate Ausdruck zu verleihen. Wir besuchten die Germania, um mehr zu hören über die möglichen geistigen Hintergründe dieses Falls. Ein verschlafener junger Herr, die Nacht zuvor war Paukerei, erschien und teilte mit, dass es der Germania unmöglich sei, irgendein Interview zu geben. Man wisse selbst nichts von den drei Inhaftierten. Sie hätten jedenfalls ganz auf eigene Faust gehandelt, wahrscheinlich von Österreichern angestiftet. Das war alles. Ein Sprecher der Deutschen Burschenschaft erklärte uns dann in Frankfurt: Weder die Deutsche Burschenschaft als Verband noch die einzelnen Burschenschaften würden Sprengstoffattentate in Südtirol als ein taugliches Mittel für die Lösung des Südtirol-Problems, das uns sehr am Herzen liegt, ansehen. Wir können aber diese jungen Verbandsbrüder, die inzwischen von ihrer Burschenschaft suspendiert worden sind, das heißt über ihre Zugehörigkeit wird endgültig entschieden nach Ablauf des Prozesses, nicht insofern den Stab brechen, als dass wir sie als Kriminelle, als gemeine Verbrecher ansehen. Wir würden meinen, jedenfalls meine Freunde und ich, soweit man das übersehen kann, dass es sich um junge Menschen handeln, die in bester Überzeugung, wie ich sagen würde, aus fehlgeleitetem Idealismus
diese Attentate geplant haben, aber ja nicht ausgeführt haben. Der Idealismus schlagender Studenten, fehlgeleitet oder nicht, vor dieser entscheidenden deutschen Realität ist auch er zur Ohnmacht verurteilt. Zumal altdeutsche Partisanen vom Schlage der drei Germanen ohnehin nur eine verschwindende Minderheit sind. Auch diese Grenzbesucher können nichts ändern. Sie winken einem Bauern drüben zu und scheinen nicht allzu begierig, die besonderen Opfer zu bringen, zu denen der Redner sie vorm Kriegerdenkmal aufgerufen hat. Dennoch sehen zahlreiche alte Herren den hervorstechenden Sinn und Wert des Waffenstudententums auch heute in der Wehrertüchtigung fürs Vaterland. Ein Stabsoffizier der Bundeswehr, der zugleich alter Herr des Coburger Konvents ist, erläuterte uns. Im Namen der Bundeswehr reden. Aber es ist natürlich klar, dass wir als, ich bin ja Bundeswehr und andererseits Kooperationsstudenten, gefühlsmäßig natürlich die Leute, begrüßen, die die Frage der Waffe nicht scheuen. Ja, sagen wir mal, die Kriegsdienstverweigerer und ähnliches Herzen. Sie wissen ja, dass wir hier in unserem Kongress die Frage Vaterland und Ehre, Freiheit, Vaterland verteidigen und dass wir auf dem Standpunkt der Verteidigung ja stehen. Ja, das ist doch ganz klar, nicht? Insofern sind wir ja, also ich glaube, keinen bei uns zu finden, der etwa die Frage der Bundeswehr irgendwie verneinen könnte. Das wäre ja also ein Widerspruch in sich. Ja, wir als Waffenstudenten. Und das gilt auch umgekehrt nicht für die Bundeswehr. Wir schon der Begriff der Waffe sagt ja schon, dass da wir uns Waffenstudenten nennen, haben wir mit der Waffe was zu tun. Ja. Die Bundeswehr hat auch was mit der Waffe zu tun. Insofern sind wir völlig gleichartig. Ja? Und die Verbindung Waffe und Vaterland, Verteidigung und so weiter sind natürlich Argumente, die im gleichen Rahmen liegen, ist doch sich klar. Völlig klar. Wir wollen ja doch, dass jeder Mann den Mut aufbringt, mit der Waffe anzutreten. Das ist ja doch, sagen wir mal, im Grunde genommen der Sinn des Waffenstudententums, auch dass der Mut, also die Überwindung des inneren Schweinehundes, dass ich mit der Waffe gegen einen anderen antrete und, sagen wir mal, Kopf hinhalte. Dasselbe haben wir ja bei der Bundeswehr doch praktisch. Übersetzt natürlich. Ja. In diesem Fall ist aber bei dieses uns, Element des Mutes, würde ich sagen, bei uns, so eine Frage, bei uns eine Frage der Erziehung zum persönlichen Mut, zum persönlichen Eintritt und so weiter. Und bei der Bundeswehr andersrum dieselbe Angelegenheit in puncto Verteidigung des Vaterlandes, der Freiheit und so weiter. Wir haben ja die Freiheit in unserem Wahlspruch drin. Ja? Und wenn Sie die Bundeswehr betrachten, so ist es doch der Sinn doch der Bundeswehr, Freiheit zu verteidigen. Ja? Insofern treffen wir uns ja völlig auf derselben Linie. Ja? Also es kann ja gar keine verschiedenartigen Meinungen zwischen Bundeswehr und Waffenstudenten und uns geben. Ja, wir verteidigen, wir wollen die Freiheit, siehe Wahlspruch des CC. Und was wollen wir bei der Bundeswehr? Wir wollen unsere Freiheit, unseres Vaterlandes verteidigen. Genau das Gleiche. Los mit ein paar anderen Worten. Schön, vielen Dank. Trunkene Unbändigkeit und nun prunkende Parade. Brutaler Kontrast, Summe der Widersprüche, in denen das deutsche Phänomen Waffenstudent sich hier und heute bewegt. Es hat wenig Sinn zu erklären, der Gegensatz zwischen dem bombastischen Aufzug in diesem Festzelt und der Wirklichkeit draußen beweise ja, dass die korporativen Bräuche überholt seien. Heinrich Heine hat dasselbe schon vor 130 Jahren gesagt. Fast jeder hat es noch 1949 geglaubt. Das Überholtsein hat die Restauration der Burschenherrlichkeit nicht gehindert. Vielleicht hat es sie sogar gefördert. Vielleicht haben die Korporationen gerade deshalb Urständ gefeiert, weil sie überholt, weil sie wirklichkeitsfremd, weil sie zu einem großen Teil pures Theater sind. Der Historiker Besson hat bitter bemerkt,
Das schlagende Studentenwesen entspringe einem Minderwertigkeitskomplex des deutschen Bürgertums. Deshalb der unersättliche Drang nach Selbstbestätigung, nach Aufwertung, nach Uniform, Marschtritt, Fackelschein, nach allem, was wohltuende Selbsttäuschungen zu erzeugen vermag. Sollte der deutsche Akademiker nicht imstande sein, sich auch ohne die Requisiten aus der historischen Rumpelkammer seines Wertes bewusst zu werden? Ein solcher Verzicht würde ein neues Selbstbewusstsein bekunden, das den Säulen unseres Staates zum Wohle aller zu wünschen wäre. In diesem Sinne... Helm ab zum Gebet!